Willkommen zurück, meine toxischen Saiyajins, zu NPC vs. Flex Folge 8. Diese Folge wird wild und ich habe richtig Lust. Es geht wieder um einen NPC, der ein Video gegen mich auf TikTok gemacht hat. Und da lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, darauf zu reagieren. Damit ihr die Reaktion besser versteht, zeige ich euch das Originalvideo. Ich konnte Gott sei Dank einen Re-Upload finden, denn wie ihr wisst, ist mein TikTok-Account gesperrt. Aus der militanten Veganerin wird die wilde Veganerin. Ihr habt richtig gehört, sie macht jetzt OnlyFans. Und da seht ihr mal, wie die Influencer sich alle verkaufen, sobald die eine Reichweite haben, nur um Geld zu machen. Wirklich tolles Vorbild für die Jugend. In meinem Video kritisiere ich die militante Veganerin dafür, dass sie mit OnlyFans angefangen hat, obwohl sie eigentlich mit dem Thema Veganismus groß geworden ist. Und dass, wenn Influencer größer werden, sich fast alle verkaufen. Und das alles für etwas mehr Geld. Daraufhin hat dieser Kollege auf mich reagiert. Problematische Proteinpumpe versus OF. Lieber Proteinpumpe als fettleibig, aber wir schauen uns mal seine Reaktion an. Bevor wir uns die Reaktion reinziehen, schaut euch mal bitte diese NPC-Kommentare an. Er ist halt auf demselben Niveau, er verbreitet so viel Hass, interessanterweise fast ausschließlich über Frauen und Feminismus. Wo, Maria? Wo habe ich Hass gegen Frauen oder Feminismus verbreitet? Ich zeige euch später Videos, wo ich mich für Frauen einsetze. Das Problem ist einfach, dass die Leute rumheulen, sobald eine Frau kritisiert wird. Ich kritisiere Männer, Frauen, Füchse. Ich bin auch nebenbei ein Fuchs. Alles, was ihr wollt. Es gibt ja mittlerweile 100 Geschlechter und ich kritisiere jeden. Mir ist das Geschlecht egal. Aber zum Glück finden sich natürlich stabile Kommentare wie dieser hier. Ich finde, es gibt Unterschiede. Seine Muskeln zu zeigen und Proteinshakes zum Aufbau zu verkaufen, ist besser als seinen Körper zu verkaufen. Danke, immerhin hat einer in den Kommentaren verstanden. Aber legen wir direkt mit der Reaction los. Ihr habt richtig gehört, sie macht jetzt OnlyFans. Und da seht ihr mal, wie die Influencer sich alle verkaufen, sobald sie eine Reichweite haben, nur um Geld zu machen. Wirklich tolles Vorbild für die Jugend. Bitte mach das nie wieder, das war cringe. Und ja, ich kritisiere sie dafür, dass sie OnlyFans gemacht hat. Ich meine, schaut euch mal ihre Seite an. Aal Explorer Volume 1. Das hat mich viel Training und Überwindung gekostet. Aber nun ist es endlich soweit. Der Blockbuster des Jahres ist da. Ich habe mich richtig hart und tief in mein enges A... H... F... N lassen. Junge, diese Posts sind sowas von cringe. Aufgepasst, die 49,99 Aktion ist nur noch bis Montag 18 Uhr gültig. Also ganz ehrlich, lieber mache ich für Proteinshakes und Nahrungsergänzungsmittel Werbung, anstatt Werbung dafür zu machen, wie ich mir irgendwas hinten reinschiebe und dafür auch noch 50 Euro verlange. Digga, dass der Typ das auch noch vergleicht. Nahrungsergänzungsmittel sind dazu da, um die Ernährung eines Sportlers zu optimieren, um dadurch das Maximum rauszuholen. An der Stelle, bis Mittwoch gibt es noch mit dem Code MACHER 20% Rabatt auf alle Supplements bei ESN und auf die Essentials sogar 30%. Essentials sind Omega-3, Vitamin D, K2, alles in einer Kapsel gemischt, so müsst ihr nicht 1000 Kapseln schlucken. Aber ja, mit Schlucken kennt sich die Veganerin natürlich aus. Ja, stell dir nur vor, wie das wäre, wenn du dich halbnackig im Internet präsentierst, um uns eine Proteinpumpe an Kinder zu verkaufen. Du vergleichst ernsthaft oberkörperfreie Fitnessfotos mit OnlyFans, einer Plattform, wo sich Sex-Videos von sich postet oder wo sie sich irgendwas hinten reinschiebt. Dein Ernst? Junge, Leute versuchen auch auf Krampf bei mir einen Fehler zu finden, aber scheitern richtig hart. Ich glaube, ich muss bald ein Video gegen mich selber machen, damit es ein gutes Video gegen mich gibt. Und zweitens, ich mache lieber für Nahrungsergänzungsmittel Werbung, anstatt für OnlyFans. Davon haben wenigstens die Zuschauer was. Sie tun was für ihre Gesundheit. Sie optimieren ihre Ernährung und den Muskelaufbau. Das bringt wenigstens was. Supplements richten sich an Sportler und nicht an Kinder. Aber dass du keine Ahnung von Sport oder Ernährung hast, das sieht man dir tatsächlich an. Man muss ja selbst ein echt tolles Vorbild sein, wenn man mehr als 3/4 seines Contents dadurch kreiert, dass man gegen Frauen und Feminismus spricht. Ich bin also gegen Frauen und Feminismus, wenn ich gegen OnlyFans bin. Macht Sinn, ja. Schauen wir uns doch mal meine frauenfeindlichen Videos der letzten Tage an. In Italien hat ein 66-jähriger Hausmeister eine 17-jährige Schülerin begrapscht und wurde freigesprochen, weil es weniger als 10 Sekunden gedauert hat. Ich finde, es ist vollkommen egal, wie lange die sexuelle Belästigung dauert. Selbst wenn es nur eine Sekunde wäre, muss der Mann bestraft werden. Wenn das durchgeht, dann könnte die Zukunft so aussehen. Hey Bro, ich habe eine richtig gute Idee. Nimm deine Stoppuhr mit und stell sie auf 9 Sekunden. Ich setze mich also gegen die sexuelle Belästigung von Frauen ein. Voll frauenfeindlich, Bro. Oder folgendes Video. Die beiden kriegen gerade Hate wegen dieses Fotos. Wir leben hier im Jahr 2023 und Lin Lu muss sich so sehr einhüllen.
Du nimmst dieser Frau so viel Lebensfreude. Genau, weil sich auch jede zweite halbnackt zeigen muss, um Lebensfreude zu haben. Wisst ihr, was wirklich traurig ist, dass heutzutage so viele junge Frauen mit OnlyFans starten und wirklich alles von sich zeigen. Und das für Geld. Und immer wenn ich in einem Video erzähle, dass ich es traurig finde, wie viele junge Mädels heutzutage sich für ein paar Euros komplett alles von sich zeigen, kommen irgendwelche NPCs aus der Ecke und sagen frauenfeindlich gegen Feminismus. OnlyFans hat nichts mit Feminismus zu tun. Die Frauen früher sind auf die Straße gegangen, weil sie dieselben Rechte bekommen wollten wie Männer und nicht um sich für ein paar Euros auf OnlyFans komplett zu entblößen, damit irgend so ein Peter sein Jürgen wirkt. Aber echt toll zu sehen, wie Creators mit konservativen bis hin zu rechten Inhalten und Narrativen so zusammenhalten untereinander. Content Creator mit rechten Inhalten? Ich befasse mich so null mit Politik. Ich bin weder rechts, links noch oben, unten. Außerdem bin ich Saiyajin und komme vom Planeten Vegeta. Diese Rechte sind nicht auf mich anwendbar. Ich meine, von so einem Zusammenhalt können wir in der linken Bubble nur träumen. Die linke Bubble? Ich bin mir nicht sicher, wer mit linker Bubble gemeint ist, aber wenn es die Leute sind, die gendern oder denken, es gibt 272 Geschlechter, dann ja, kann ich euch nicht ernst nehmen, denn schaut euch mal folgenden Clip an. Also ich bin Feder, ich bin eigentlich 17 Jahre alt, aber ich bin auch nebenbei ein Fuchs und in dem bin ich momentan 4 Monate alt. Sie identifiziert sich als 4 Jahre alter Fuchs. Wer kann sowas denn ernst nehmen, der einen gesunden Menschenverstand hat? So, ich bin Milo, ich gehe mit allen Pronomen und ich bin 13 Jahre alt. Ich gehe mit allen Pronomen. Ja, was soll ich denn mit dieser Information anfangen? Für mich gibt es nur ein Pronomen, Prinz Vegeta. But there's one thing you're saying always keeps. Ja, ich bin da Felix, das Alpha. Felix, du bist ganz sicher kein Alpha. Jetzt mal ernsthaft, welcher Mensch mit gesundem Menschenverstand würde solche Menschen ernst nehmen oder für voll nehmen? Ich habe 5 Namen. Ich benutze Gabriel, Luca, Bug, Mats und V. Warum soll man sich 5 Namen geben, wenn man Prinz Vegeta heißen kann? Ich verstehe das Ganze nicht. Ach ja, und Ümüzü Günmaka macht gerade am meisten Werbung für das ORF von dieser problematischen Veganerin. Das nur mal nebenbei. Bye. Ich bin jetzt auch noch misogyn. Ich finde das immer wieder witzig, wie Leute, die keine Argumente haben, jemanden als misogyn bezeichnen. Ich bin nicht misogyn oder frauenfeindlich, wenn ich meine Frau kritisiere, die mit OnlyFans startet. Oder wenn ich mal eine Frau kritisiere, die sagt, Männerhass ist gar nicht so schlimm wie Frauenhass. Seht selbst. Männerhass ist kein Problem unserer Gesellschaft. Ich frage mich wirklich, wann Menschen das endlich begreifen werden. Wir leben in einem patriarchalen System. Dieses System ist danach ausgelegt, Frauen zu unterdrücken und zu benachteiligen. Genau, jeder Mann ist privilegiert und jede Frau wird unterdrückt. Ist ja nicht so, dass auch ein Mann arm sein kann. Nee, es geht nicht. Aber wenn man solche Frauen kritisiert, ist man natürlich ein Frauenhasser. Egal ob Männer- oder Frauenhass, keine Form von Hass ist in Ordnung. Beides ist falsch und wird dich im Leben nicht weiterbringen. Und beides ist nicht in Ordnung. Kommen wir nochmal zum Abschluss zum Thema OnlyFans. Da hat sich eine Creatorin geäußert. Over the past few months, I've become really unhappy. Sie sagt, dass sie in den letzten Monaten sehr unglücklich geworden ist. Und hier sind die Gründe. My parents, it took a while for them to be proud of me. I don't think they like what I do. Ihre Eltern sind nicht stolz auf das, was sie tut. Und natürlich ist das nachvollziehbar, denn kein Elternteil möchte sehen, dass sich ihr Kind online so verkauft für ein bisschen Knete. Es gibt noch einen weiteren Punkt, warum sie OnlyFans bereut. A lot of different things. It's worrying about who will take me serious is a big thing. The quality of men that are like into me has gone down because like they don't want to be seen with a girl that's on the internet having sex. Ihr macht es Sorgen, dass Männer keine ernsthafte Beziehung mit ihr wollen. Ja, was hast du denn gedacht, was passiert, wenn du mit OnlyFans startet? Dass du die Top-Männer anziehst, die eine Beziehung wollen? Wenn ein Mann auf der Suche nach einer Frau für eine ernsthafte Beziehung ist, dann ist er auch natürlich abgeschreckt, wenn die Frau Sex-Videos im Internet verkauft. Das war's mit dem Video, meine toxischen Saiyajins. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Kommentiert mal eure Meinung zu dem Bre, der auf mich reagiert hat. Und lasst ein Abo da, ganz wichtig. Und zum Schluss gibt es noch etwas Motivation à la Vegeta. You are a fool! I'm going to crush you and throw you into the wind!